Der SC Alltag will sich beim Spiel in Lissabon als starken Gegner präsentieren, auch wenn die Favoritenfrage für Trainer Damir Kanadi klar ist. Wir freuen uns jetzt morgen auf dieses Spiel. Natürlich wissen wir auch, dass wir klare Außenseiter sind in diesem Spiel und mit dem verlorenen Spiel zu Hause in Österreich ist die Situation nicht einfacher geworden. Wir schauen auf unser Spiel morgen, wie sich der Gegner präsentiert. Das ist ihre Sache, sie führen 1-0. Und wir werden versuchen, unser Spiel morgen umzusetzen. Wir haben uns auch etwas vorgenommen und von daher ist der Fokus ganz klar auf uns gelegt und wir werden uns mit Belenenses nicht allzu viel auseinandersetzen. Wir haben vor 7 Tagen gegen sie gespielt, wir kennen, haben sie besser kennengelernt und deswegen ist für uns auch überhaupt jetzt kein Thema mehr. Wer bei ihnen aufläuft, wie sie spielen, ist für uns mit einem 1-0-Rückstand auch kein Thema mehr. In die Karten schauen lassen sich die Altacher vor dem Spiel jedoch nicht. Dies liegt nicht zuletzt an der Bedeutung der Begegnung am Donnerstagabend. Wir haben nicht einmal noch die Formation gestellt. Wir haben noch einige leichte Blessuren, die wir bis morgen fit kriegen müssen. Und deswegen, wir haben nicht einmal noch eine Mannschaftsaufstellung, eine konkrete, wo noch 2, 3 Fragezeichen dahinter stehen. Und deswegen werde ich mich darauf jetzt auch nicht festlegen. Aber wir müssen die große Sensation schaffen. Es wäre natürlich über alles zu stellen. Wenn wir das schaffen würden, mit dem SC Alltag in die Gruppenphase zu kommen, dann glaube ich, ist das auch der Meistertitel zweiter Liga oder voriges Jahr dieser 3. Platz alles in den Schatten zu stellen. Wie gesagt, wir wissen, mit welcher Energie wir hineingehen müssen und so werden wir uns auch präsentieren versuchen. Aber das wollten wir vorige Woche auch schon, da war der Druck vielleicht doch ein wenig zu hoch, aber aus diesem können wir lernen. Wir nehmen Positives mit und werden versuchen, es morgen besser zu machen. Für Belenenses spricht aus Sicht Kanadis jedoch die nackten Zahlen. Der Marktwert der Portugiesen auf dem Transfermarkt ist gut 3-mal so hoch wie der der Altacher. Doch auch Sportdirektor Georg Zellhofer gibt das Match noch nicht geschlagen. Weder er noch Kanadi hätten sich mit der möglichen Niederlage abgefunden. Sie gewöhnen Damir Kanadi ist immer zuversichtlicher, vielleicht ein bisschen angespannt von der ganzen Situation, weil wir sie im ersten Heimspiel mehr erwartet haben, vielleicht zu viel, der eine oder andere, und unglücklich verloren haben. Und es tut weh. Wenn man natürlich so knapp vor der Gruppenphase steht, wären wir natürlich glücklicher gewesen, mit einer besseren Ausgangsposition hierher zu gehen. Aber man hat gesehen, es ist im Fußball viel möglich. Rapid hat es gezeigt, auch auswärts, wo sie 2-1 führen und dann mit Pech 2-2 spielen und spielt dort 90 Minuten. Und wenn ich an die Chance von Peric und von Kosenik denke, also da ist viel möglich. Und warum sollte unsere Mannschaft mal auch dementsprechend gut auftreten? Dass sie natürlich in einer guten Liga spielen, ist auch klar. Wenn man sie in Portugal unter die ersten 6 hält, ist die Qualität da. Wir waren vorher gesagt auch in der starken Liga Dritter. Also ich denke, wir haben auch gegen Guimarães gesagt, dass wir dementsprechend gute Qualität haben. Aber sie haben sehr clever gespielt in den ersten Spielen, muss man sagen. Darum bin ich morgen schon gespannt, wie wir uns morgen ausstellen.